Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. Ja, wir befinden uns jetzt hier kurz vor Ende des verbrannten Bioms und haben auch schon einen Hitzschlag Stufe 1. Ja, uns ist jetzt doch langsam ganz schön warm geworden. Wir haben anscheinend nicht die richtige Kleidung. Hau ab, du oller kriechender Wicht. Vogelnest. Alles mitnehmen. Oh, das behalten wir alles. Ich möchte was zu essen haben. Oh, wie hell das hier auf einmal wird. Vögel zwitschern. Auf einmal wirklich 180 Grad Wendung in der Atmosphäre. Einmal viel freundlicher, viel schöner, viel angenehmer. Und noch ein Auto mit Öl. Aber wir möchten jetzt ein paar Tiere. Hirsch oder irgendwie sowas wäre jetzt sehr nett. Wo ich da ein bisschen die Befürchtung habe mit meinem anfänglichen Bogen. Ja, die Jagd damit ist halt nicht ganz so einfaches. Und es ist leider auch nicht mehr so wie früher. Diese rosanen Schweinchen, die gibt es leider nicht mehr. Die wurden durch Wildschweine ausgetauscht. Da war es mal schön, die kommt man wirklich hier mit dem Messer jagen. Guck mal, stumpf mit dem Messer hinterherlaufen oder der Knochenklinge hier. Und einfach so lange drauf einzimmern, bis es umgefallen ist. Das geht jetzt leider nicht mehr so einfach. Also, die Ausdauer zum Schlagen hätten, könnte man vielleicht auch gewinnen gegen sie. Gott. Ja, da zuckt sie zusammen. Das war's. Gewonnen. Aber schade, einen Hirsch sehe ich leider immer noch nicht. Ich werde erstmal im Tier ein bisschen Honig futtern. Einfach mal bisschen mein Sättigungsgefühl zu erhöhen. Hirsch. Bist du hingelaufen? Da bleibt man ruhig. Da hängen wir ruhig noch ein bisschen fest, bis ich näher dran bin. Doch, was stimmt denn nicht mit dir? Hab ich ins Auge getroffen, dass du jetzt hier da gegen die Steine rennst? Komm schon, du hier. Der Fall soll nicht umsonst gewesen sein. Das Welt zu Ende. Ich bin's auch noch nebelig. Ich habe hier gerade kein Glück. Was? Wie konntest du mich denn bitte schön sehen? Ich war mega getarnt.
So, Mr. Business. Klebeband. Wen würdest du denn fesseln? Na gut, ich habe noch ein paar Vogeleier in der Tasche. Muss ich gleich fleißig Eier kochen. Den habe ich auch schon. Ja, ich war viel zu gründlich. Den habe ich auch schon durchsucht. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist unser Café. Gehen wir doch mal wieder aufs Dach. Hey, ich habe das doch geübt. Will mich jetzt verarschen? Ist das keine Leitern mehr? Update raus? Okay, doch. Boah, ist das gemütlich hier. Habe ich ein Glück, dass ich hier wohnen darf? So, da ausschalten. Oh, hier die Grillplatte auch mit drauf. So, jetzt Holz rein. Erstmal Wasser kochen. Hier nicht schon alles gefunden habe. Die Fackel könnte ich ja wegpacken, dafür kann ich die Taschenlampe mitnehmen. Schraubenschlüssel, das verstehe ich auch mitnehmen. Die Steinaxt müsste ich, dürfte ich reparieren. Sofern ich Steine finde in meiner Tasche. Gut. Meine erste Zombie-Horde. Ganz schön viele. Und hier kommt der Rest. Hier bin ich. Usel, ich hoffe, ihr habt was zu futtern mit. Nur deswegen mache ich den Quatsch. Weil ich Hunger habe. Hat jemand eine Dose Ravioli in der Tasche? Du vielleicht? Hier, Hängegitte ist auch wieder da. Oh, ich stecke hier hinten. Oh, ein großer Fels. Ja, man sollte vielleicht ein bisschen seine Umgebung im Auge behalten. Das ist eigentlich bei Survival Games nicht verkehrt. Ach, da läuft der Rest der Bande. Könnt ihr bitte mein Lokal in Ruhe lassen? Aua. Das Gefühl, die Dame hat ein Problem mit dem Sterben. Oh, ich bin noch gelähmt. Jetzt muss ich aber zusätzlich wegkommen. Oh ja, klar. Großer Haufen Zombies und ich trifft keinen einzigen. Wieder logisch.
Oh, ich bin zu nervös. Sag mal. Ist doch gar nicht. So. Ja, auch mit Zoom bin ich nicht besser. Essen dabei. Aber auf kein Essen, keine Medizin, nichts. Ein paar schöne Lederschuhe. Eine Schippe. Das ist an sich aber schon cool. Eine Schaufel, die kann ich wohl ganz gut gebrauchen. Da. Erstmal versuchen hier so ein bisschen den Weg wieder vernünftig zurückzulaufen. Irgendwo habe ich hier ja dann schon mal ein paar getötet. Damals, als die hier ankamen. Ihr Spinner. Seid also diejenigen, die hier meine Bar zerstören wollt. Vandale Köpfe hier. Geil, Footballhelm. Und von der Wertung hier auch gar nicht mal ein schlechter. Oh. Wow. Sofort geklappt auf Anhieb. So, gekochte Eier. Ja, 7 Stück. Boah, wieder so eine schlechte Schaufel. Gibt's doch gar nicht. Ordentlich Wasser trinken. Restliche Wasser, das kannst du hinterher kochen. Was sind einfach lustige Partikel von meiner Kamera? Die bewegen sich auch eiskalt mit. Von meiner Taschenlampe, Entschuldigung. Ist das hier so staubig? Dass der Staub dem Licht folgt. Was sind das für kleine Babymotten, die dem Licht folgen? Ach. Einer Troller komme ich jetzt nicht runter. Das ist mir zu doof. Ja gut, wirklich satt werde ich danach jetzt auch nicht. Aber besser als gar nichts. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir natürlich wieder gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.